Es war eine Nachricht, die die Welt verändert hat. Im Juli 2013 enthüllte der Guardian, dass die USA und andere Staaten weltweit massenhaft und ohne externe Kontrolle Daten sammeln. Hierzu hat der Bundestag einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Der Untersuchungsausschuss ist ein Instrument der Opposition und hat die Möglichkeit, Beweise zu erheben, wie zum Beispiel Zeugen zu laden oder Dokumente zu prüfen. Der Untersuchungsausschuss hat einen umfassenden Prüfungsauftrag. Er untergliedert sich in drei Teile. Erstens, gab es die Überwachungsprogramme und wer wusste davon? Zweitens, sind Kommunikationswege von Behörden oder Parlamentariern betroffen? Und drittens, was muss geändert werden? Der erste Themenkomplex befasst sich im Detail mit folgenden Fragen. Ist die Kommunikation von, in und nach Deutschland von den Überwachungsprogrammen betroffen? Hat der Bund Hinweise über Wirtschaftsspionage bei deutschen Firmen? Haben Stellen Daten erlangt oder genutzt? Hatte die Bundesregierung oder nachgeordnete Stellen Kenntnisse oder Hinweise darüber? Sind die Informationen der Bundesregierung an die Öffentlichkeit und das Parlament zutreffend gewesen? Gab es einen Ringtausch zwischen den Nachrichtendiensten? War der Bund beteiligt bei der Entwicklung von Diensten wie PRISM oder KeyXscore? Welche Maßnahmen wurden getroffen? Das Telefon von Frau Merkel wurde abgehört. Unter anderem damit beschäftigt sich der zweite Komplex des Untersuchungsausschusses. Hier geht es darum, ob Behörden, Mitglieder der Bundesregierung oder Abgeordnete abgehört wurden und warum dies nicht schon früher bemerkt wurde und unterbunden wurde. Der dritte Teil richtet den Blick nach vorne und er nennt im Wesentlichen zwei Punkte. Erstens, welche Maßnahmen sind nötig, damit Bürger und Behörden vertraulich kommunizieren können? Und zweitens, muss die Tätigkeit der Geheimdienste verändert werden, um die Grund- und Menschenrechte zu garantieren? Wir sind der Meinung, dass die Kommunikationsdaten geschützt werden müssen, so wie es das Grundgesetz vorsieht. Deswegen werden wir den Untersuchungsausschuss mit diesem Videoblog begleiten.